Guten Tag zusammen. Mein Name ist Thorsten Hunzinger. Ich kandidiere für die AfD für die diesjährige Kreistagswahl und ich möchte Ihnen in diesem kurzen Clip etwas aus unserem Wahlprogramm vorstellen. Ich möchte mich im nächsten Kreistag verstärkt der Finanzpolitik widmen und demzufolge möchte ich mich im kommenden Kreistag dafür einsetzen, dass wir ein Konnexitätsregister aufbauen. Was ist das und wofür brauchen wir das? Unser Kreis leistet verschiedene Ausgaben im sozialen Bereich, alles was man so gemeinhin als Sozialhilfe bezeichnet und das kostet selbstverständlich Geld. Das macht der Kreis nicht aus reinem Wohlfahrtsgedanken heraus, sondern weil er gesetzlich durch Bund oder Land dazu verpflichtet wurde. Diese Kosten, dazu sind Bund und Land eigentlich auch gesetzlich verpflichtet, müssten uns zu 100% erstattet werden. Das ist kurz gesagt das Konnexitätsprinzip oder wer bestellt, bezahlt. Das ist aber in der Praxis leider nicht immer der Fall. Allein im Haushalt 2019 war das Defizit zwischen den Ausgaben, die wir aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Sozialhilfe leisten mussten, und den Einnahmen, die von Bund und Land auf der anderen Seite kamen, in einem hohen zweistelligen Millionenbereich. Mittlerweile sind wir bei 60 Millionen angekommen, Tendenz steigend. Dieses Defizit bei der Finanzierung für unsere Pflichtausgaben wollen wir mit dem Konnexitätsregister sichtbar machen in einem ersten Schritt und in einem zweiten Schritt dann natürlich auch zielgerichtet von den entsprechenden Stellen einfordern. Dies führt zu einer Entlastung im Kreishaushalt. Wir haben ein Volumen von etwa 240 Millionen. Und wenn man dann 60 Millionen Einnahmen von anderen Stellen generieren könnte, dann würde sich das natürlich deutlich bemerkbar zeigen an der Stelle und es würde auch unsere kreisangehörigen Kommunen bei der Kreisumlage entlasten. Dafür werde ich mich im nächsten Kreistag einsetzen. Machen Sie uns stark, damit wir uns für Sie stark machen können. Wählen Sie am 14. März Liste 4 AfD. Vielen Dank.